Hallo ihr Lieben, jetzt befinden wir uns mitten im Herbst, mittendrin zwischen den wunderschönen Farben wie Curry und sehr schöne Orangetöne und vor allem natürlich auch das Braun. Und wie man das kombiniert, darum geht es heute und wie wir vor allem mit Sachen wie Culottes im Winter umgehen, wie wir einen guten Lagenlook machen und auf jeden Fall nicht frieren, weil frieren ist out. Also viel Vergnügen dabei! Ihr kennt das sicherlich alle, weil wir haben alle gerne was Plüschiges, was Schönes, Flauschiges an. Aber ganz ehrlich, das hart wie Wolle am Anfang. Ne? Das ist Gott sei Dank irgendwann vorbei. Aber ich kann euch sehr empfehlen, die Hunde haben, Katzen haben, werden es wissen, einen Flusenkamm. Das heißt, den könnt ihr einfach hier drüber streichen und die Flusen sind weg. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Teile erstmal richtig ausschütteln, weil ihr müsst bedenken, der Stoff ist so, dass diese Härchen einzeln angenäht sind. Und wenn der Stoff abgeschnitten wird, sind natürlich die Härchen nicht mehr verbunden. Das ist natürlich ein Thema. Deshalb Flusenkamm dabei haben. Und damit ihr nicht friert, aber wir nicht alle in den Steppjacken rumlaufen, wir kennen sie alle, wir lieben sie alle, aber schön ist anders. Und Mainstream ist auch, ja, nicht nur schön. Also nehmen wir einfach die Jacken und ziehen noch eine andere Jacke drüber in der idealen Welt. Das heißt, gerade wenn ihr so eine Steppjacke habt, die ja schön leicht und warm ist, ist okay. Dann aber so eine Übergangsjacke drüber ziehen, die vielleicht ein bisschen weitere Ärmel hat. Das geht alles und ihr könnt ja Lagenlook machen. Das heißt, ihr nehmt dann einfach eine Lage über die nächste und zieht dann noch eure Fellweste drüber. Das heißt, dann wird es richtig schön kuschelig. Und da wir das meiste, also die meiste Wärme vernehmen wir über den Kopf, deshalb haben wir am besten natürlich immer was dabei, einen Hut dabei. Und ganz ehrlich, es gibt für jeden den richtigen Hutschirm, den richtigen Huttyp. Und da ja auch im Winter mega angesagt ist Karo und Karo Mixes, gibt es natürlich super schöne Farben und Farbkombis in flauschigen Karo-Shirts. Also guckt einfach, was in eure Farben, wählt euch eure Highlights aus. Und im Idealfall nehmt ihr zwei Spielfarben, wie zum Beispiel jetzt hier, das Blau vom Himmel und das Curry vom Laub und kombiniert es wieder mit warmen Brauntönen. Also Braun, Lederbraun geht immer zu allem. Und hier nochmal der Tipp, eine Culotte ist ja wirklich einfach nicht warm. Eine Culotte geht einfach nur bis Mitte Schienbein und dann wird es schon eng. Und das heißt, natürlich da sieht es fancy aus, wenn ihr das Sneaker so anhabt mit kleinen Söckchen drin, aber ehrlicherweise, weil Frieren out ist, zieht einfach Stiefel dazu an. Das können hohe Stiefel sein, wie auch immer ihr das haben wollt, aber ist einfach wärmer, weil ihr wollt nicht mit Erkältung dauerhaft im Winter rumlaufen. Also, hier schon mal die kleinen Tipps, jetzt gibt es noch schöne Farbkombis. Ihr Lieben, wahrscheinlich habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, Orange zu tragen, aber wahrscheinlich habt ihr eher davon Abstand genommen, weil es ja ein bisschen schwierig ist von der Farbe, vielleicht steht es nicht jedem, oh Gott, steht mir das wirklich? Ich kann euch beruhigen, es sind Vitamine zum Anziehen. Es macht Farbe ins Gesicht. Also wenn ihr sonst kalte Töne tragt und dann auf einmal mal mutig zu einem Koralle greift, werdet ihr staunen, wie viel Farbe ihr im Gesicht habt. Und wirklich, unterschätzt nicht die psychologische Wirkung, wenn alle grau, schwarz, grau, braun, schwarz, blau tragen, wenn ihr dann diejenigen seid, die am Bahnhof steht und dann schönes Koralle tragt. Also wirklich, Koralle ist sehr, sehr cool. Und je nachdem, wie man es kombiniert, das ist ganz spannend, macht es entweder einen sehr edlen, mondänen Look, also wirklich mit einem Off-White und einem Beige zum Beispiel, ist es eine sehr, sehr, sehr elegante Kombination. Und eine sportliche Kombination wäre das Koralle zum Beispiel, schon gesehen, mit dunkelblau. Ist die sportivere Variante. Könnt ihr super schön auch mit Karo nehmen, Karo kombinieren. Aber ganz ehrlich, Farb- und Stilberater, I'm sorry, aber Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist A zu wenig und Herbsttypen sollten nicht unbedingt zu braun mit Koralle und Ocker greifen, sondern die dürfen auch mal eher in die Blaukiste, in die Petrolkiste greifen in der Kombi. Also wirklich guckt, was tut was für euch. Und dann ist es schön, wieder sowas zu kombinieren. Geht natürlich immer super mit Jeans und Weiß natürlich auch. Jeans, es geht immer oder auch so schöne Lederleggings dazu. Wirklich traut euch an Farbe dran und traut euch auch zum Beispiel mal eine schöne Tasche dran. Wenn ihr sagt, oh, ich weiß noch nicht, ob das wirklich sowas für mich ist zum Anziehen, dann dürft ihr in die Accessoireskiste greifen und da mal mutig werden. Denn es ist wirklich gute Laune zum Anziehen. Bedenkt das, wenn ihr wieder so einen grauen Herbsttag habt, weil gerade dann brauchen wir Farbe. Und jetzt noch der ultimative Tipp für die richtig Mutigen unter euch. Und zwar könnt ihr halt auch super Koralle mit
Pink kombinieren. Das ist echt die gute Laune-Farbe. Wir kennen sie schon so ein bisschen aus dem Sommer, ne? Aber Orange und Pink ist eine sehr, sehr coole Kombination. Ihr könnt wirklich, macht euch wirklich den Spaß und tragt das und guckt, was es mit euch macht und guckt auch, was es mit eurem Umfeld macht. Weil ihr werdet staunen, wie viel gute Laune euch da auch entgegenkommt. Viel Vergnügen beim Testen. Und wer von euch jetzt richtig Lust bekommen hat, noch mehr in die Tiefe zu gehen, der darf sich freuen, denn es geht nächste Woche richtig los auf Instagram TV. Da gehen wir jede Woche richtig in die Tiefe zu einer besonderen Farbe. Und ihr lernt alles über die farbpsychologische Wirkung, was es mit euch macht, was es mit dem Gegenüber macht und könnt wirklich dann einfach gezielt eure Wirkung in die Richtung steigern, die ihr haben wollt. Und wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal und Daumen hoch, freuen wir uns auch immer sehr drüber. Das heißt, ihr seid diejenigen, die uns die Themen vorgeben und Wünsche äußern dürft. Also schreibt einfach unten in die Infobox, was habt ihr für Wünsche, was möchtet ihr noch mehr hören und auch, was ist euer Lieblingsherbstteil? Was ist es? Was ist euer Highlight für den Herbst? Ich freue mich drauf und wir sehen uns ganz bald. Bis dahin. Macht euch schöne Magic Moments. Bis dann. Ciao.